Ich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich mache euch heute vorstellen, was ich mal alles gekauft habe in den letzten paar Tagen. Also ich kaufe hier immer relativ viel mit Kirby Request und ich würde sagen, lasst mich da mal vor. Hallo, ich bin der Besitzer hier von dem Laden. Hallo, lasst mich bitte durch. Geht doch. So, ja cool. So, ja, Angestellte, gehen wir da rein. Danke sehr, dass Sie mich reinlassen. Also wenn den Chef vom Nachtclub nicht reinlassen, dann muss man mal ein bisschen durchgreifen, oder? In unseren schönen Laden da. So. Hi, Boss. Den habe ich mal gestern auf Nacht gekauft, glaube ich. Ja. Gestern war das. Welcome back home, Boss. Beziehungsweise von euren Video aus letzten Samstag, wenn ihr euch das Video anschaut, habe ich mir das gekauft. Wenn ihr euch das Video anschaut, habe ich schon wieder wahrscheinlich mindestens zwei neue Autos. Mindestens. Ich habe da dieses Design genommen. Ich finde das am modernsten. Ich habe auch das schwarze genommen, das rosane. Das gefällt mir auch nicht. Schauen wir mal hoch. So. Ich mache das auch nicht. Meine Beliebtheit ist auf null. Also komplett auf null. Weil ich mir denke, so, ich brauche es nicht, dass ich halt Geld verdiene damit. Das habe ich ja kein Request. Ich mache das nur, damit für Aufnahmen oder so und auch für was, für ein Terabyte und so. Schauen wir uns nachher gleich an. Sollen wir uns das gönnen? Ja, was Kleines halt. Letztens habe ich mir diese große Champagnerflasche gönnt. Aber nehmen wir mal Wodka, ne? Mal was Kleines, gell? Mal was Kleines. So. Und ich glaube, das andere kann man nicht mehr kaufen, weil ich es nicht mehr habe, weil dann muss ich die Ware wieder besorgen. Das mache ich aber nicht, weil ich will ja damit kein Geld verdienen, sondern es ist nur für Aufnahmen da. Und dass ich mal den Terabyte und so holen kann. Dass ich da aufnehmen kann was, und das geht's mir da gar nicht. Geld können wir auch schon, ob was drinnen ist, aber ich... Na, $200, genau. Weil ich krieg nur noch $100 täglich, weil ich sonst... Also weil ich ja halt nicht aufs Geld aus bin. Und weil meine Beliebtheit auf null ist, wie ihr rechts unten seht, kriege ich auch nur pro Tag $100. Das ist nichts. Obwohl ich in Eintritt auf $100 gestellt habe, obwohl es... Und es gibt auch nichts zum Trinken und so bei mir im Laden fast, wie man gesehen hat. Das meiste ist ausverkauft. So, und schauen wir mal runter ins nächste Geschoss. So. Und jetzt haben wir hier auch ein Fahrzeug, das natürlich gratis gleich mitgeliefert wird. Man muss es nur noch modifizieren. Und zwar hier diesen Webbit. Auf jeden Fall ist das auch dieser... Da gibt es ja diese OP-Vans, also den kannst du glitschen, dass der unzerstörbar ist, irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das geht, ich habe ihn auf jeden Fall, also kriegt man ja gratis dazu noch. Jo. Dann schauen wir weiter. Gehen wir nächste Etage runter. So. Terabyte habe ich natürlich auch voll aufgerüstet. Bis auf zwei Sachen habe ich nicht. Ich habe den Standardboden drinnen lassen. Und ich habe die Waffenwerkstatt nicht drinnen, weil ich die ja sonst auch immer habe. Also ich brauche die ja nicht. Ich habe die ja in der Kosatka drin. In mobilen Kommandozentrale brauche ich da nicht auch immer. Waffen und so habe ich alles drin. So, genau, da haben wir die Drohne und das andere Zeichsel da. Und was man da schon sieht, haben wir natürlich auch gegönnt. Endlich das Noob Bike. Natürlich nur zur Selbstverteidigung, aber ich meine, muss man haben, oder? Hauptsache dieses Fenster da vorne ist auch komplett unnötig. Schaut euch das kleine Fenster da an, ist so unnötig.
Ja, ich würde sagen, wir verpissen uns mal, oder? So. Ein paar neue Sachen habe ich sonst auch noch. Wir werden da mal ein bisschen herumfliegen einfach. Haben wir ein paar neue Sachen gekauft. Autos werde ich mal auch noch zwei neue kaufen, da habe ich mir zwei angeschaut. Die eines von den zwei hatte ich schon mal, mag ich mal wiederholen. Und eines, das, ja, von vorne schaut es scheiße aus, von hinten habe ich mir gedacht, also ich habe das Auto von vorne, finde ich, schaut es scheiße aus, so irgendwie. Dann habe ich gesehen, bei einem Video von wem, dass das hinten sehr ausschaut, als wäre das gar nicht so schlecht. Und dann habe ich es auch von vorne gesehen, der wieder, und habe mir gedacht, ja, also es kostet 1,6 Millionen, ist ein Übermacht, irgendeiner. Den hole ich mir demnächst und in, wie heißt der jetzt? Gauntlet Classic. Den habe ich auch schon mal gehabt, den hole ich mir jetzt wieder. Weil ich habe heute ein Rennen erstört. Und ich denke mir so, ja. Dazu möge ich den Gauntlet Hellfire wieder haben. Also, was glaube ich jetzt? Gauntlet Classic. Und da sehen wir schon, so mal heute gekauft um 3,7 Millionen, weil es im Angebot war. Sonst hätte es noch mehr gekostet. Sehen wir schon da. Nicht, also nicht die teuerste Variante vom Boot. Auch nicht die teuerste Lackierung. Ich glaube, wir haben nirgendwo das teuerste genommen. Auch nicht die teuersten Lichter einbaut. Warum es. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich meine, komplett unnötig ist halt nur zum Flexen auch da. Obwohl es natürlich jetzt im Angebot war, ja, was war gerade mit dem Nubike, also habt ihr es gerade gesehen, wie es hier war? Ah, Tatsache, kann nicht auf meine Waffen zukommen, okay. So. Dann schauen wir uns das unten an, da. Wie unser Schiff heißt. Und die schöne Flagge da. Ist ja richtig schön, Alter. Diese Flagge da. Alter. Boah, die Flagge. Ui. Boah, die Flagge ist schön. Boah. Und zwar haben wir hier die SMS Radetzky. Also, was wirst du das? Warte, ich muss gerade noch mal googeln. Ist erste S, weiß ich gerade nicht mehr. Bin gerade zu dumm wieder. Ist erste S, fällt mir gerade nicht mehr ein. Warte, genau. S, seiner Majestät Schiff bedeutet. Seiner Majestät Schiff, Radetzky, Kinzer eingeben. Das ist ein Marineschiff von Österreich-Ungarn gewesen. Und so habe ich das auch benannt. Ich habe Radetzky irgendwie schön gefunden. Und ja, dann habe ich SMS-Sagle mitgenommen. Die Amerikaner, die vorbeikommen, denken sich nur so, oh, der hat, der fährt SMS, obwohl es WhatsApp gibt. Ja, habe ich halt schön gefunden, den Namen. Ja, würde sagen, gegönnt heute wieder, ne? Geld habe ich. So, dann gehen wir wieder hoch und schauen uns das nächste an. Was jetzt nicht so außergewöhnlich ist jetzt, ich habe mal bei der Basis habe ich mal einen Schlafplatz dazu gekauft und beim Bunker. Ist jetzt so keinen Besuch wert. Aber ich werde euch noch was zeigen, das habe ich mal vorgestern gekauft. Ich hatte es schon einmal. Da müssen wir vorbeischauen. Hauptsache ich kann mir eine Million holen bei Kyle Brickwest, aber die 7 Millionen muss ich mir, habe ich gerade 7 Millionen gesagt? Boah, bin ich dumm. 7000 muss ich mir natürlich auch holen. Gratis Geld nehme ich gerne. Was macht der Snoopbike da drüben? Ich glaube, das glitscht gerne im Boden, ne? Natürlich auch Vollausstattung mit Raketen. Treffen immer, habe ich auch schon herausgefunden. Also, ich habe es ja schon gewusst, aber dass die so heftig sind. Ja, sind sehr heftig. Gehen wir wieder runter. Gehen am Boden. Ist man nämlich gefühlt schneller.
schon schnell, ne? Jo. Und zwar hatte ich ja den Hangar am Flughafen und dachte mir so, nee, ich will keine Sterne bekommen, wenn ich beim, wenn ich jetzt da zum Beispiel RP spiele oder so bei der Militärbasis. Jetzt habe ich mal den teuersten Hangar überhaupt gekauft, der auch in der Militärbasis ist. Ich habe den jetzt sogar noch einen Schlafplatz raufgehauen, was ich beim Alten nicht gehabt habe. Ich habe eine andere Lackierung als wie beim Alten, was ihr schon kennt. Mit dem Rot ist jetzt nicht mehr der Fall. Und ich habe mir auch vor ein paar Tagen ein anderes ganz besonderes Stück geholt. Alter Noobike, bitte. Schau mal rein. Noobike ist jetzt auf einmal wieder weg und dann ist es wieder da, wenn ich rausgehe. So. Jetzt haben wir hier auch. Okay. So. Genau, und wir sehen hier schon. Ich habe mir ebenfalls da, wo ich auf den Tag, wo ich mir einen Hangar gekauft habe, ein bisschen davor, die Laser geholt natürlich. Um 6,5 Millionen. Stimmt. Kann das sein, dass die? Ja, aber diese, ist die nicht im Angebot? Oder bin ich dumm? War die nicht irgendwann im Angebot? Bild mir ein, die war gerade irgendwo im Angebot. Auf jeden Fall habe ich mir die um 6,5 Millionen geholt. Da oben, das ist ja eh alles Standard. Und zwar hat man bei dem größeren Hangar, hat man hier zusätzlich einen Wohnbereich. Hat man beim kleineren nicht. Aber da ich ja jetzt das nicht gewusst habe, habe ich mal hier noch auch einen Wohnbereich geholt. Einen, also einen luxuriösen, und das ist nur so Standard. Da ist ein Lager oben und da ist das normale Büro. Also ich habe jetzt zwei Schlafbereiche und beim normalen hätte man nur den teuren nehmen können, den günstigen gibt es da nicht. Sozusagen die Molotow habe ich mir auch erst gekauft. Ich glaube, bin mir nicht sicher, entweder auf den Tag, wo ich mir die Laser gekauft habe oder einen Tag davor habe ich mir den Molotow gekauft. Ja, und ich würde sagen, wir schauen nochmal. Oder stimmt, ich habe noch, habe ich nicht noch was Neues? Ich glaube, ich habe sogar noch was Neues. Schauen wir mal. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich da noch was habe. Im Lager. Nee. Nichts mehr. So, dann gehen wir wieder raus. Ist eng. So, dann gehen wir wieder raus. Letztens war das der Xyn oder so. Der hat sich ja komplett verpeilt. Er so. Hä? Hä? Doch. Hm? Schau, da steht sogar Hangar verlassen, aber bei ihm. Warte mal. Ich überlege gerade, wenn er so da durchrennt. Nee, bei ihm ist das anscheinend nicht gegangen. Okay, ich dachte, da muss man ganz in die Mitte nehmen. So. Und geht er hin? Nicht so. So, jetzt. Oh, was ist denn da los? Steig auf, du. Jetzt. Was könnte der noch sagen? Ich glaube, sonst habe ich nichts mehr Neues außer das Rennen. Ja, sollte soweit alles gewesen sein. Und jetzt kann ich auch die Fahrzeuge noch sagen, die man kaufen möchte. Eins von denen vielleicht heute noch, aber wird sie wahrscheinlich nicht mehr ausgehen. Und zwar mega mal. Wo ist er denn? Den möge ich mal holen da. Den mache ich dann weiß. Und das, was da grün ist, das mache ich dann blau wahrscheinlich. So wie das Originalwerk aus ausgeliefert wird. Also weiß dann. 1,6 Miller. Wie wir das holen. Nächsten paar Tage.
Und dann das andere Auto habe ich schon mal gehabt, aber ich möchte es jetzt wieder haben, weil ich das einmal verkauft habe, dass ich Platz für anders habe. Aber jetzt möchte ich den wieder haben. Wo haben wir denn? Da genau da. Den im Bravado Gauntlet Classic, den möchte ich mal wiederholen, den hatte ich schon mal in Rot. Ich weiß nicht, ob es da ein Video gibt. Auf jeden Fall hatte ich den hier, glaube ich. Oder war das. Ne, ich glaube, das ganze obere Teil war blau. Also was mit. Seht ihr das auch gerade, was mit der Maus los ist? Schau, jetzt ist wieder links oben im Eck. Jetzt gehe ich wieder runter. Jetzt ist wieder oben. Schaut auf die Maus, schaut auf die Maus. Geil, finde ich geil. Auf jeden Fall, hier hatte ich dann so einen Spoiler rauf, so einen hohen. Also hier so richtig hoch. Und hat das in Rot mit so Blau. Auf jeden Fall mache ich mal den wiederholen, auf jeden Fall. Neuer Controller funktioniert trotzdem nicht gescheit. Weil ich meine, so vom... Da, sollte ich jetzt nicht, aber so von Rennen funktioniert jetzt, wenn man schaut. Kann ich jetzt gescheit durchrennen. Das Problem ist nur... Manchmal nimmt er einfach so random Waffen in der Hand. Jetzt hat er gerade gar keinen Bock. Oder? Jetzt will er es nicht. Weil normal, wenn du L1 drückst, nimmt er eine Waffe in die Hand. Was ist denn los mit dem? Ja, da landet gerade einer mit seiner Laser. Jetzt geht's wieder, okay. Und jetzt sind wir da gerade auf was gestoßen. GTA mal schleunigst fixen, ne? Würde ich mal sagen. Schwebt in der Luft diese Stange da. Richtig geil. Ja, auf jeden Fall. Standard PlayStation Controller war der beste. Wie er noch nicht hier war. Danach gibt es keinen gescheiten Controller mehr. So, spielen wir das nachher, oder? Spielen wir das den Rennen, was ich hergestellt habe heute. Aber fahren wir nur eine Runde, ne? Ist Bestand drinnen dabei? Nee, ist eh bei Land drinnen, okay. Genau, hier haben wir es. Bum, bum. Oh, die SMS-Radetzky finde ich jetzt schon irgendwie schön. Irgendwie jetzt noch grau. Renntyp Standard. Runden fahren wir noch eine. Oder nach vom Maselkass. Tageszeit, Nacht, ja. So, na, können wir eigentlich alles los. Ich hab's eh so eingestellt. Warte mal. Wahrscheinlich. Aber ich hab. Ich bin schon mal gesperrt worden wegen einem so ein Lied vom iPhone Radio. Also, wenn. Da hast du ganz viele Lieder. Und beim Rockstar Editor kannst nur die in Videoclips einbauen, die nicht Copyright geschützt sind. Das Problem ist, das war noch nicht aktualisiert bei mir und dann war das doch noch da. Und dann war das halt nicht so geil. Achso, das ist nicht meiner. Okay. Das ist meiner da. Fangen wir mit dem. So. Ich glaube, der beste ist der Beige da gewesen, was ich habe von meinen Autos. Auf jeden Fall ist das der geilste, getunste von meiner. Aber ein Verkehr auf hochgestellt, das wirkt wie ein echter Straßenrenner so gefühlt. Und hat das extra so gemacht. Ich bin halt alle Locations so angefahren, wo diese grünen Lichter sind am Dach. Was sie aber nicht schlecht fahren so. Und so diese grünen Lichter, was da am Dach sind, die Strecke führt bei allen Locations fast durch, wo diese Lichter sind. Außer ich glaube bei Ding sind die noch. Wenn es Richtung westliche Highway, wenn es darauf fährst, ne? Da ist es, glaube ich, auch noch bei diesem riesigen Tunnel da noch. Ich finde es aber auch geil, dass man da viel selber erstellen kann. Manche Sachen gehen nicht.
Krieg sogar Sterne, ist auch richtig geil, wenn ich mich jetzt an der Polizei verfolge. Würde ich richtig fühlen. Vor allem hier ist die Polizeistation. Ne? Ich hab keinen Bock auf mich, die Polizei. So. Ich meine, Rennen machen allgemein ja nur mit mehr Leuten Spaß und alleine Spielfach. Ich habe auch heute überlegt gehabt, also von euch aus, wieder mal der letzte Sonntag, mir einen ein Noobbike-Rennen zum Bauen. Aber das hat dann nicht so hingehauen, weil die nicht sehr wenig waren, sagen wir es so. Zur Polizei, die checkt gar nichts. Ich glaube, dass das auch bei Rennen ist, dass die einen nicht so hart verfolgen. Ah, das funktioniert nicht so gut bei dem. Ah, die verpeilen alles da, die Bullen. Aber das Rennen da mit Grounded Helfer ist übrigens angelehnt an. Vor ein paar Wochen gab es ja dreifach Geld auf Landrennen und auf das Titelbild von dem ist es angelehnt. Das habe ich ja auch als Hintergrundbild auf meinem Kanal, dieses Logo, und an das ist es angelehnt. Also von meinem Kanal ist Hintergrundbild, an das ist es angelehnt. An dieses, ja, also das Auto bei meinem Hintergrundbild. In der Mitte des Auto ist ja auch Gauntlet. Klassik. Und an das ist es angelehnt. Ja. Und ich würde sagen, das soll es von dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like und Abo da. Und ciao.